Tierfreundinnen und Tierfreunde, das Glück ist den Kätzchen im Tierheim Gotha im Moment nicht so hold. Für unsere beiden vor einer Woche vorgestellten Fundtiere meldet sich kein Besitzer und leider auch kein Interessent. Sie hoffen immer noch auf Menschen, die ihnen ein neues Revier schenken. Derzeit beginnt in der Arche Noah die Zeit der verwaisten Katzenkinder, die in großer Zahl abgegeben werden. Oft sind die Welpen noch sehr klein und auch nicht gesund. Liebevoll werden sie von den Mitarbeitern versorgt und aufgepäppelt. Heute stellen wir zwei der niedlichen Fellknäuelchen zur Vermittlung an liebevolle Katzenfreunde vor. Wie man in dem Video sehen kann, sind beide Katzenmädchen weiß-grau getigert. Sie sehen aus wie Geschwister, was sie aber nicht sind. Die kleinere von beiden kam als erste und fühlte sich im Tierheim so einsam, dass sie keine Nahrung mehr zu sich nahm. Als 11 Tage später das andere Baby dazu kam, schlossen die beiden gleich Freundschaft und es ging mit der Kleinen bergauf. Schon aus diesem Grund sollten die zwei nur gemeinsam vermittelt werden. Außerdem möchte Tierheimleiterin Katrin Mattes die Böffchen nur in eine Wohnungshaltung abgeben, da sie so zahm sind und ansonsten in Gefahr geraten können. Für eine Wohnungshaltung sind zwei Miezen ideal, da sie den sozialen Katzenkontakt erhalten können und ihr tierisches Verhalten bestehen bleibt. Die Tierheimleiterin möchte allen Katzenfreunden aus gegebenem Anlass ein paar wichtige Anregungen zur Haltung von Sandpfötchen geben. Natürlich gibt es viele Katzenfreunde in der Stadt, die einem Stubentiger ein neues Zuhause geben möchten. Das allerdings kann unter Umständen für die Tiere sehr gefährlich werden. Viele Straßen sind dort sehr befahren und die Katzen oft nicht schnell genug, um dem Verkehr auszuweichen. Ein Zuhause mit Freigang ist im Zentrum einer Stadt deshalb nicht empfehlenswert, sagt Katrin Mattes. In einer Innenstadt sei die Wohnungshaltung mit einem gesicherten Balkon ideal und schön für die Tiere, besonders wenn sie zu zweit sind. In ländlichen Gebieten mit wenig Verkehr, wo sich Miezen langsam an Gefahr gewöhnen können, sind dagegen Quartiere mit Freigang optimal. Wenn die Sandpfötchen allerdings Freigang haben, sollten sie unbedingt kastriert werden, damit sie nicht für weitere zahllose Katzenbabys sorgen können, die dann oft im Tierheim landen. In der ordnungsbehördlichen Verordnung der Stadt Gotha sei die Kastrationspflicht vorgeschrieben, so die Tierheimleiterin. Die beiden hier vorgestellten niedlichen Miezchen hatten ohne Anschluss zu Mama einen schlechten Start ins Leben. Nun sollen sie bei verantwortungsbewussten Katzenfreunden ein Zuhause finden.